die Staatsoper feiert. Beim Richtfest am 8. Juli 2015 bedankten sich der Senator für Stadtentwicklung und Umwelt, Andreas Geisel, und der Staatssekretär für kulturelle Angelegenheiten, Tim Renner, vor rund 450 Gästen bei den Bauleuten für die bislang geleistete Arbeit. Nun geht es an die Restaurationsmaßnahmen und an den Innenausbau. Das Richtfest zeigt, wir sehen die Zielgerade, und das ist natürlich gerade bei einem solchen Bau, der viele üble Überraschungen beinhaltet hat, ein ganz wichtiger Tag, dass man eben mal klar sagt, hey, da ist ein Ende und irgendwann hört das auf, irgendwann haben wir eine Perspektive, dass die Staatsoper wieder da ist, wo sie hingehört. Die Staatsoper unter den Linden wird zukünftig nicht nur ein Haus der künstlerischen Spitzenklasse sein, sondern auch eins der bautechnischen und der akustischen Exzellenz. Es wird vollständig barrierefrei sein und neben dem höchsten Publikumskomfort auch für die Künstlerinnen und Künstler hervorragende Arbeits- und Probemöglichkeiten bieten. Das Dachtragwerk ist errichtet. Die Umbauten zur Erweiterung des Orchestergrabens sind abgeschlossen. Die historische Decke ist vollständig angehoben und wird zurzeit restauriert. Der Einbau der Bühnentechnik ist in vollem Gange und teilweise schon abgeschlossen. Auch im Saal selbst gibt es Bühnentechnik-Elemente. Natürlich so angelegt, dass sie für die Zuschauer nicht zu sehen sein werden. Hier im Saal der Staatsoper ist ganz besonders zu erwähnen, dass es Deckenflächen gibt, die man verändern kann. Das heißt, wir haben hier vorne einen Streifen, wo die Decke an eine Deckenklappe gebaut wird, wo man den Beleuchtungszug runterlassen kann. Es gibt das große Mittelteil, den großen Mittelspiegel, den wir elektromotorisch verfahren können. Das heißt, wir nennen das Beleuchtergondel. Wenn die Zuschauer in den Saal reinkommen, wird die Decke geschlossen sein. Und erst wenn der Saal abgedunkelt ist und die Vorstellung beginnt, kann man dann diese Beleuchtungseinrichtungen runterfahren und entsprechend benutzen. Und dadurch bleibt natürlich der Saal in seiner Optik so, wie er als denkmalgeschützter Saal aussehen soll. Über der Spielfläche befindet sich der Bühnenturm. Mit ca. 660 Quadratmeter Fläche beinhaltet der Turm umlaufende Arbeitsgalerien, die zum Beleuchten genutzt werden können, und die sogenannte Obermaschinerie, die bereits installiert und einsatzfähig ist. Mit ihrer Hilfe können Bühnen- und Dekorationsteile in den ca. 25 Meter hohen Bühnenturm hinaufgezogen werden, um schnelle szenische Verwandlungen auf der Bühne zu ermöglichen. Bei einer Hubgeschwindigkeit von 1,8 Metern pro Sekunde können die teilweise tonnenschweren Bühnenelemente innerhalb von 30 Sekunden aus dem Sichtfeld des Zuschauers gehoben werden. Also es gibt hier 68 Maschinenzüge, einschließlich 7 Schwerlastzügen. Die Schwerlastzüge selber können 3 Tonnen heben. Das hat natürlich damit zu tun, dass insbesondere in der Oper schwere Dekorationen, schwere Wände transportiert werden müssen. Deswegen braucht man tatsächlich hohe Nutzlasten. Die besondere Herausforderung hier in der Staatsoper war, dass die ganzen bühnentechnischen Lasten sind natürlich in der Summe extrem viel. Was man da an Nutzlasten in den Bühnenturm reinhängen will. Und Aufgabenstellung für uns als Bühnenplaner war aber, dass die Lasten, die unten in der Gründung im Fundament ankommen, nicht größer sein dürfen als die bisher, weil wir eben eine Sanierung eines Hauses haben und keinen Neubau. Und dementsprechend musste natürlich eine Oberlastgrenze eingehalten werden. Wir haben das so gelöst, dass es eine Lastüberwachung gibt. Das heißt, unsere gesamte Bühnenmaschinerie, Obermaschinerie, hängt in den neuen Dachbindern. Und die neuen Dachbinder werden an ihrem Auflager gemessen, wie viel Last da ankommt. Und das kann man überwachen, und sozusagen dann kann im Spielbetrieb geprüft werden, halte ich diese Lastobergrenze ein oder muss ich da irgendwie umdisponieren. Unterhalb der Bühne wird die neue Untermaschinerie installiert.
Das Konzept von 7 Hubpodien, die schwere und umfangreiche Bühnenteile in die Unterbühne absenken und neue Teile des Bühnenbilds zurück auf die Spielfläche heben können, wurde bereits beim großen Umbau der Staatsoper 1926 bis 28 entwickelt und ist bis heute unverändert. Die maximale Nutzlast und die Hubgeschwindigkeit der neuen Hubpodien ist natürlich ungleich höher als die der alten Maschinen. So ein Hubpodium trägt bis zu 10 Tonnen als Dekorationsteil. In etwa einer halben Minute kann ich die 9,50 Meter Hub überbrücken und sozusagen schnelle Szenenwechsel dadurch erreichen. Im Moment ist der Bauzustand so, dass die hinteren Podien schon eingebaut sind. Das heißt, Podium 5, 6 und 7 sind maschinenbaumäßig jetzt drin. Im Moment wird das große Transportpodium eingebaut, das Podium 4. Das dient neben den szenischen Verwandlungen und den szenischen Wechseln vor allen Dingen als Transportpodium von der Bühne über das unterirdische Bauwerk bis in die Probebühne rein. Das heißt Dekorationsanlieferungen auch von außerhalb oder der Wechsel in das Probebühnenzentrum. Das unterirdische Bauwerk, die Hauptschlagader der Staatsoper, dient nicht nur als Transportweg für Bühnenbilder und Dekorationselemente. Durch den 115 Meter langen Tunnel wird auch die gesamte Haustechnik vom Intendanzgebäude ins Opernhaus verlegt. Wir sind hier in der Hauptschlagader Strom jetzt gerade, sage ich mal. Wir haben eine Haupteinspeisung im Bauteil C von dem EVU, vom Versorgungsunternehmen. Verteilen den Strom von dort aus in alle Gebäudeteile über Bauteil C, hier durchs Bauteil Bertha, unterirdisches Bauwerk, rüber zum Bauteil A ins Opernhaus. Hier sind die Haupttrassenverbindungen, eine Mittelspannungsverbindung rüber, Notstromverbindung rüber ins Bauteil A und später auch Lüftungskanäle, Sprinkler, Wasser, gesamte Haustechnik wird hier durchverlegt. Zudem findet hier auch der große Wassertank der Sprinkleranlage Platz. Mit einem Fassungsvermögen von 285.000 Litern wird er in Zukunft die gesamte Sprinkleranlage in allen 4 Bauteilen mit Löschwasser versorgen. In 5 Lüftungszentralen sorgen ca. 30 Lüftungsanlagen für die Klimatisierung und Belüftung der Gebäudeteile. So, wir befinden uns jetzt wieder im unterirdischen Bauwerk in einer der Lüftungszentralen, die wir für diese Gebäude, die mehreren Gebäude hier bauen. Hier sind mehrere Lüftungsanlagen drin in diesem zentralen Raum, einmal für den Orchestergraben und einmal auch für das Bauteil D, für die Proberäume. Durch diesen Raum geht auch die gesamte Anbindung, Strom, Kälte, rüber zum Bauteil A. Ein zentrales Element des Logistikkonzeptes der Staatsoper ist das große Hubpodium unterhalb des neuen Probezentrums. Bühnendekorationen können hier im aufgebauten Zustand vom Opernhaus auf die große Probebühne Szenisch 1 transportiert werden. Das Podium selber kann Dekorationsteile transportieren, Großteile transportieren, von Abmessungen 6 x 9 Meter bis maximal 10 Tonnen. Diese Abmessungen, diese Großteilabmessungen sind am Anfang vereinbart worden und ziehen sich eigentlich durch das ganze Haus, dass für solche Elemente alle Transportwege möglich sind. Das Podium wird angetrieben durch Schubketten, 4 Schubketten, die ermöglichen, dass man das Podium, die Plattform nirgends aufhängt, sondern tatsächlich von unten die Plattform nach oben schiebt und die Schubketten beim Abwärtslassen falten sich sozusagen zusammen, sodass man auch eine relativ geringe Unterfahrt braucht. Im neuen Probenzentrum befinden sich neben dem nahezu fertiggestellten Orchesterprobensaal und einem Chorprobensaal auch mehrere szenische Probebühnen. In der großen Probenbühne Szenisch 1, deren Maße der Hauptbühne im Operngebäude entsprechen, sind bereits alle bühnentechnischen Elemente installiert. So, wir sind hier in der großen Probebühne, Szenisch 1. Die ist eigentlich, was die technische Ausrüstung angeht, fertiggestellt. Bühnentechnik ist drin, Lüftung ist drin, szenische Beleuchtung, Tontechnik. Der Bühnenbelag ist ausgelegt, der ist jetzt nur abgedeckt. Und ansonsten hat jetzt die Probebühne ihre Inbetriebnahme sozusagen. Auch hier gibt es eine Obermaschinerie mit Zugeinrichtungen, bestehend aus 40 einzelnen Lastpunkten. Die Probebühne ist für das Proben mit Originaldekorationen von bis zu 8,50 Meter Höhe konzipiert.
Eine über die gesamte Raumtiefe verfahrbare Arbeitsbrücke sorgt dafür, dass auch in dieser Höhe das Deckenrohrraster mit Bühnendekorationen bestückt werden kann. Mit dem Bau des Probenzentrums wird für die Staatsoper eine entscheidende Lücke im Spielbetrieb geschlossen. Die Alte Oper hatte im Grunde genommen ganz, ganz schlechte Probemöglichkeiten, also kaum Räumlichkeiten. Es gab im Intendanzgebäude eine Probebühne, die war aber also für heutige Zwecke eigentlich nicht mehr geeignet. Im Intendanzgebäude sind die Rohbaumaßnahmen abgeschlossen. Das Gebäude wurde neu abgedichtet, die Fassade und die Fenster wurden saniert. Der Innenhof, der durch einen eingebauten Probesaal nicht mehr erlebbar war, wird wieder als solcher rekonstruiert. Damit hat die Oper eine weitere Möglichkeit für alternative Spielstätten im Außenbereich. Nun werden die denkmalgeschützten dekorativen Elemente und Einbaumöbel nach deren Instandsetzung wieder eingebaut. Auch die Büros und Garderoben erstrahlen in neuem Glanz. Hier stellt der Einbau der neuen Haustechnik eine besondere Herausforderung dar. Durch bestehende Raumhöhen, bestehende Schachtgrößen, bestehende Gebäudestrukturen, die eben unveränderbar sind, und es ist eine Menge neue Technik, die es vorher nicht gab, die braucht ihren Platz. Im Sommer 2016 wird das Intendanzgebäude und das Probenzentrum baulich fertiggestellt und an die Nutzer übergeben, bevor im Herbst 2017 der Spielbetrieb der Oper wieder vollständig an der Staatsoper unter den Linden aufgenommen werden wird. Die Staatsoper hat eine zentrale Bedeutung. Oper an sich ist die komplexeste und wahrscheinlich dramatischste Kunstform überhaupt. Und die Staatsoper, hat es ja schon im Namen, steht als das Exzellenzhaus da, unterstützt, mit vom Bund getragen, vom Land Berlin. Und das gehört in die Mitte der Stadt, das gehört genau hier.